Hallo zusammen, hier bin ich wieder und grüße euch zur kleinen Auszeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in den letzten Spätsommertagen bin ich noch einmal mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Ich bin über unsere schöne Schwäbische Alb gefahren. Eigentlich mehr oder weniger planlos. Und während der Fahrt ist mir der Psalm 25, Vers 12 eingefallen. Da heißt es: Wer ist es, der den Herrn fürchtet? Ihm weist er den Weg, den er wählen soll. Ihm weist er den Weg, den er wählen soll. Also mir hat er den Weg nach Suppingen gezeigt. Dort bin ich dann angekommen und habe auch die dortige Kirche besucht, von der ich euch einige Bilder mitgebracht habe. Aber auf der Strecke dorthin gab es viele Wegweiser. Sie stehen an Kreuzungen und Einmündungen, um uns die Entscheidung für den Weg zu erleichtern, für den Weg, den wir einschlagen wollen. Manche zeigen nur schlichte Angaben, wie die Entfernung zur nächsten Stadt. Andere wollen unser Interesse wecken und uns auf besondere Orte hinweisen. Und Dritte werben um unsere Aufmerksamkeit mit Bildern und mit großen Buchstaben. Sie sollen uns auf Wege locken, die wir bisher gar nicht in Erwägung gezogen haben. Nicht nur an Straßen und Wegen gibt es Wegweiser. Auch für unseren Lebensweg gibt es solche Hinweise. Manche bieten nur schlichte Angaben, wie die Anzahl der Kalorien in einem Essen. Andere wollen Antworten auf unsere Suche nach Leben bieten. Sie weisen uns auf mehr oder weniger vertrauenswürdige Wege. Und wir müssen uns dann entscheiden, wem wir unser Vertrauen geben wollen. Auch Gott weist uns einen Weg. Seine Wegweiser begegnen uns in der Bibel, aber auch im Gebet und im Gespräch mit anderen Christen. Mit seinen Wegweisern wirbt Gott um unser Vertrauen. Wird Gottes Weg einer sein, den wir gehen können und der unsere Suche nach Leben zum Ziel führt? Nun, ob wir Gottes Wegweisungen vertrauen können, werden wir nur erfahren, wenn wir seinen Weg gehen. Versuchen wir es einfach mal. Gehen wir den Wegweisungen Gottes nach. Und ich bin überzeugt, wir werden an ein gutes Ziel gelangen. Gott, danke für deine Wegweiser, die uns auf deinen Weg für uns rufen. Gib uns das Vertrauen, dass uns dein Weg zum Ziel führt. Amen. Und nun wünsche ich euch eine gute Woche. Bleibt behütet, vor allen Dingen auch bleibt gesund und Gott segne euch, bis wir uns am nächsten Mittwoch zur kleinen Auszeit wieder treffen.